So, wir haben jetzt natürlich Wissenschaftspunkte. Die große Frage ist natürlich als erstes mal, was machen wir als nächstes? Generell seht ihr immer an den Symbolen, was es so gibt. Und das sind diese Kerbin World's First Record Keeping Society. Das ist eigentlich so ein bisschen die, ich sag mal, der Karrierepfad, den ihr entlang geführt werdet. Wir haben jetzt hier tatsächlich den ersten Moon-Vorbeiflug. Und den würde ich euch gerne noch zeigen, weil das ist das erste Mal, dass man so ein bisschen den Kerbin-Orbit verlässt. Das ist erstmal ein bisschen tricky. Das erste Mal, dass man ein paar Sachen beachten muss, die wir bisher noch gar nicht betrachtet haben. Deshalb werden wir den jetzt mal annehmen und uns auch für die Forschungspunkte, die wir noch haben, natürlich Bauteile holen, die diesen Flug explizit unterstützen, weil wir wollen ja auch lebend dahin und lebend wieder zurück. So, wenn wir den annehmen, bekommen wir auch noch einen schönen dicken Vorschuss von 44.800 Kerbal-Dollars. Wenn wir das dann noch abschließen, gibt es nochmal 48.000 obendrauf. Das heißt, wir können hier ganz gut Kohle verdienen. Ach nee, wir haben wissenschaftliche Daten am Moon sammeln, da gibt es 48.000 nochmal drauf. Und 80.000, wenn wir es abschließen. Das heißt, hier können wir jetzt einen richtigen Finanzsprung machen. Aber die Mission hat auch gewisse Herausforderungen, um es mal nett zu formulieren. So, ich habe noch den TD12 tatsächlich total vergessen. Naja, ist egal. Das machen wir ein anderen Mal. Wir nehmen den Moon jetzt an und jetzt gucken wir mal im Forschungszentrum. Entschuldigt bitte. Mit unseren Sachen, die wir haben. Was kann man da noch machen? Also, wir haben jetzt gelernt, okay, die Rakete stand auch so noch relativ stabil. Wir können auf der Orbitalrakete aufbauend wahrscheinlich auch Richtung Moon fliegen. Und wir haben hier jetzt verschiedene, also wir haben verschiedene Ansätze, die wir gehen können. Der eine Ansatz ist die allgemeine Konstruktion. Das macht es uns ein bisschen einfacher, die Rakete stabil zu starten. Finde ich gerade noch nicht so wichtig. Und wir müssen uns jetzt überlegen, was wir wirklich brauchen. Denn wir haben nur in Anführungsstrichen 77 Punkte. Das heißt, wir können uns nur eine Technologie hier holen. Die Technologie ist eh noch zu teuer, 90 Punkte. Das wird aber hoffentlich funktionieren, wenn wir dann die Mondmission hinter uns haben. Da wird es ein bisschen Wissenschaft geben. So, das heißt, das nicht. Luftfahrt ist sowieso sowas von raus. Wir fliegen zum Mond und nicht irgendwie in der Atmosphäre rum oder zum Moon. Die Flugsteuerung kann interessant sein, gibt uns jetzt aber auch tatsächlich nichts, was uns wirklich hilft. Also wir könnten jetzt mit einem Zweiger-Crew-Modul fliegen. Das kann man machen, aber wie gesagt, ist jetzt gerade nicht unser Fokus. Wir werden mit einem Kerbal weiterfliegen. Und der interessante Part, und hier wird es halt interessant, finde ich, ist hier reinzugehen in die Grundlagen der Wissenschaft. Denn zum einen haben wir einen Probe Core, darum geht es mir aber gar nicht, aber wir haben Batterien, mit denen wir mehr Strom aufnehmen können. Wir haben ein weiteres Experiment, das sehr hochwertig ist von dem, was wir dafür bekommen. Also es gibt sehr viele Forschungspunkte. Wir haben ein Experimentallagermodul, damit können wir Experimente einsammeln. Wir haben erst das Kühlmodul, das ist noch nicht so interessant. Und wir haben eine Hochleistungsantenne, mit der wir auch vom Mond aus Sachen senden können. Ja, das heißt, wir werden auf jeden Fall die Forschungs-, also ich entscheide mich in dem Baum jetzt auf jeden Fall für die Forschungsdaten. Das bringt uns auch in eine interessante Richtung übrigens für später. Wenn es euch interessiert, die Elektrotechnik ist damit in greifbarer Nähe und da ist das erste Solarpanel für längere Reisen drin. Das ist relativ interessant. So, also wir haben jetzt Grundlagen der Wissenschaft. Wir können also unsere Rakete noch ein bisschen modifizieren für unseren Flug zum Moon. Und deshalb ist das jetzt auch nicht mehr die Orbitalrakete, sondern das ist jetzt natürlich die Moonrakete. So, dafür werden wir das ein oder andere Bauteil verbauen, das wir so bisher noch nicht eingesetzt haben. Ganz konkret heißt das, wir werden auf jeden Fall uns hier jetzt wieder ein bisschen stärker mit Wissenschaftsdaten beschäftigen, und aber auch ein etwas anderes Konzept für die Wissenschaftsdaten fahren. Denn wir haben jetzt mittlerweile so ein paar Bauteile, mit denen man nette Sachen machen kann. Und das zeige ich euch mal jetzt. Also, wir haben ja hier unser Raumschiff, mit dem wir zum Moon fliegen. Und das streamline ich jetzt mal ein bisschen durch. Wir haben hier nämlich irgendwie Sachen außen dran kleben. Sowas habt ihr sicherlich an normalen Raketen noch nicht gesehen, sondern die haben halt irgendwie so ihre Service-Module. Und das empfinden wir jetzt mal so ein bisschen nach. Also, wir nehmen auf jeden Fall mit einen Science Junior und wir nehmen auf jeden Fall mit eine Wartungsbucht.
So, das ist dann unsere Rakete, mit der wir fliegen werden. Ihr seht, die hat ungefähr 2051 Delta V. Das ist ganz okay. Und was wir jetzt hier haben, ist einmal Wissenschaft über dieses Modul. Das ist Labor. Das gibt relativ viele Punkte. Und wir können das Ding hier öffnen und da Sachen reinbauen. Wie rum man das jetzt bauen will, ist Geschmackssache. Wir können mal gucken, wie das so optisch aussieht. Aber das könnt ihr halten, wie ihr wollt. Nichts davon ist falsch. So, hier kann man jetzt Sachen reinbauen. Damit sind die dann schön verstaut für den Start, relativ aerodynamisch, günstig verpackt, um es mal so zu sagen. Ich könnte die Rakete auch einfach mal in die Mitte stellen. Dann steht die nachher auf dem Launchpad nicht irgendwie am Arsch der Welt. So, sehr schön. So, ich muss ganz kurz meine Rakete mittig platzieren, damit ich hier arbeiten kann. So, sehr schön. Okay, also Wissenschaft. Was wir jetzt haben wollen, ist auf jeden Fall mysteriöse Slime-Sachen. Dann nehmen wir mal zwei Stück mit, denn es gibt zwei interessante Sachen unterwegs. Die hänge ich einfach hier unten seitlich ran. Da sind sie, wenn sie symmetrisch sind. Obwohl, wir können die auch hier reinstellen. Und jetzt wird es erstmal interessant, den Modus zu benutzen, weil die dann einfach schöner anzuordnen sind. So, ihr seht, zwei so Schleimtanks quasi. Die kann man auch noch bestimmt ein bisschen effizienter stellen. Ja, da können wir ein bisschen rumexperimentieren. So, damit haben wir zwei leckere Schleimtanks. Wir nehmen auf jeden Fall auch noch mit ein Thermometer. Und wir müssen jetzt nur noch ein Thermometer mitnehmen, denn wir werden jetzt gleich die Wunder des Experimentallagermoduls verwenden, indem wir das alles rausziehen können und mitnehmen in unsere Kapsel. So, Vorsicht, kann Wissenschaft enthalten. Ich weiß noch nicht genau, wo ich die hinbaue. Vielleicht baue ich die hier an. Not sure yet. Da müssen wir gleich mal gucken. Ich hänge sie nur schon mal ran, damit ich sie auf dem Schirm behalte. So, wir werden auf jeden Fall auch ein bisschen Strom mitnehmen. Nicht besonders viel, aber so ein bisschen. Denn das Problem ist, wir brauchen halt auf jeden Fall irgendwie so ein bisschen Kapazitätspuffer für Strom. Denn ohne den wird es halt schlecht und der Flug wird diesmal ein bisschen länger dauern. Also ich nehme jetzt zwei Batterien mit. Der hat letzten Endes 100 Strom pro Batterie. Da geht das schon. So, jetzt seht ihr, wir haben mittlerweile ganz gut Rakete was zusammen. Dadurch geht natürlich immer unsere Delta V auch runter. Ne? Jedes Gramm Gewicht, was wir mitnehmen, macht es ein bisschen komplizierter, mit der Rakete noch irgendwo hinzukommen. Von daher immer vorsichtig sein mit solchen Sachen. Und jetzt müssen wir mal gucken. Wir werden, denke ich, in das Parts Limit reinlaufen. Würde mich zumindest sehr wundern. Oder es wird sehr knapp, sagen wir es mal so. Ah, noch sind wir safe. Es sind exakt 30. Ich bin jetzt gerade echt am Überlegen. Ob wir den Sammelbehälter wirklich brauchen. Das muss ich gleich mal gucken. Weil ich könnte auch so aussteigen. Weil dann könnten wir uns noch einen Tank gönnen. Und wären relativ gut unterwegs eigentlich mit dem Treibstoffansatz. So. Zack. Bei 5400 Delta V ist locker flockig ausreichend, um zum Moon zu fliegen. Jetzt müssen wir nur mal gucken. So, und jetzt müssen wir mal gucken, ob wir eine EVA schon machen können. Also, es gibt jetzt ein paar Sachen, die wir unbedingt kaufen müssen. Dinge, die wir unbedingt kaufen müssen. Und zwar, wenn ihr mal aufs Missionszentrum mit rechts draufklickt, könnt ihr für 75.000 das verbessern. Dann könnt ihr schon mal 7 aktive Aufträge haben. Das ist zum einen gut, aber da steht dann auch schon Verbesserung der Ortungsstation erforderlich für Flugplanung. Wir müssen dieses Gebäude plus unsere Tracking-Station upgraden, damit wir Manöver planen können. Und das wird relativ wichtig, außer ihr seid echt gut im Schätzen. Um das erste Mal zum Moon zu fliegen. Das heißt, wir kaufen diese Verbesserung und wir kaufen auch diese Verbesserung für 150.000. Das heißt,
Damit verbessern wir die Leistung der Antenne und Kegelschnitte sind sichtbar, aber der wichtige Part ist, wir können danach Manöver planen. Was genau Manöver planen ist, das werdet ihr im Laufe der Mission sehen. Kaufen. So, und ich meine, wir müssen jetzt, wir haben noch ein bisschen Kohle, einmal den Astronautenkomplex upgraden. Genau, dann haben wir nämlich die Möglichkeit, dass Kerbals EVAs durchführen können. Das brauchen wir wiederum, damit wir uns den Science-Container sparen können. Deshalb habe ich das einmal angeguckt. Und damit haben wir die Möglichkeit, genauso wie wir es jetzt gebaut haben, auch tatsächlich zu fliegen. So, Goebbels können EVA-Flaggen aufstellen, das ist egal, aber sie können vor allen Dingen EVAs durchführen. Das ist uns gerade wichtig. Das wird uns nämlich auch helfen, ziemlich gut Wissenschaftspunkte reinzuholen. Wie das genau funktioniert, das seht ihr jetzt. Das heißt, das ist unsere Moon-Rakete. 5400 Delta-V, die sollte eigentlich ganz gut passen. Jetzt müssen wir nochmal schauen, wo wir stehen. Ja, das ist okay. Ich glaube, wir können hier ein bisschen was rausnehmen und uns ein bisschen zivilisierter verhalten beim Starten. Zack. 75%, 50 sind 25 Tonnen. Ja, locker, das passt. Dann wären wir nicht zu schnell am Anfang. Okay, cool. Das passt. Ja, und dann würde ich sagen, probieren wir es einfach mal aus. Wir können ja reverten, das ist ja alles schön Tutorial-Karriere. Und ich würde sagen, wir nehmen auch den lieben Jebediah, der kann jetzt schon ein bisschen was. Und fliegen mit ihm dann mal in Richtung Moon. Oh, jetzt sehe ich noch einen ganz gravierenden Baufehler, glaube ich, den ich gemacht habe, oder? Ist das ein Baufehler? Nee. Nee, alles gut. Ich wollte gerade sehen, ich habe gerade gedacht, dieser Streifen da ist mein Ablator, mein Hitzeschild. Wichtig ist wirklich, dass der Hitzeschild bei dem Konzept jetzt direkt unter der Kapsel sitzt. Sonst habt ihr ein Problem. Den Rest werden wir nämlich alles entsorgen auf dem Rückweg. Von daher Vorsicht, Vorsicht bitte. So, guckt immer noch mal, ob euer Staging in Ordnung ist, ob das so passt. Hier sieht alles gut aus. Diesmal hat das nicht komplett kaputt gemacht. So, und er sagt hier erste Meilensteine. Juhu, wir sind von der Umlaufbahn auf die Oberfläche zurückgekehrt. Das ist doch schön. So, jetzt werden wir aber Richtung Moon starten. Die erste relativ spannende Mission. Und wir haben den Auftrag, tatsächlich nur in Anführungsstrichen einen Flyby zu machen. Also wir müssen am Mond vorbeifliegen und ich meine, wir müssen lebend wieder zurückkommen. Nein, Ungleichgewicht. Was ist hier los? Warum kippt die Rakete plötzlich um? Das ist so ein bisschen ärgerlich am Anfang, immer wenn man die Startrampe noch nicht hat. Weil manchmal auch einfach beim Laden die Physik-Engine kurz ruckelt. Und eigentlich ist das Raumschiff relativ symmetrisch. Was ist denn da jetzt falsch? Ah, es ist wirklich durchs Laden, ne? Okay, wir müssen mal gucken, ob wir das irgendwie stabilisiert bekommen. Warum kippt der jetzt? Das ist ärgerlich. Weil der Witz ist, dass das Raumschiff, als es nicht mittig auf der Startrampe stand, hat es noch funktioniert. So. Das sind so diese kleinen Nicklichkeiten. Guck mal, da steht es nämlich stabil. Das ist irgendwie irgendwas mit dem Gitter der Startrampe. Also wenn ihr sowas mal habt, stellt es einfach ein bisschen zur Seite. Das heißt, das Raketenkonzept an sich ist nicht falsch. Es ist auch nicht irgendwie ungleichmäßig vom Gewicht her oder sowas. Es ist einfach das Problem, dass da dieses Gitter irgendwie komisch ist. Das löst sich alles, sobald ihr diese Startrampe habt. Dann ist das relativ egal. Aber es ist halt da manchmal ein bisschen schwierig. Also, falls ihr das habt, einfach mal die Rakete zur Seite stellen. Ihr seht ja, jetzt steht sie perfekt da, wie ein Musterbeispiel an Ingenieurskunst. Okay, wir starten jetzt. Und ihr seht, ich habe hier ein paar neue Manöver. Das ist, weil Jebediah jetzt Level 1 ist. Und ich würde sagen, ich hoffe mal, ich habe die Booster richtig eingestellt. Wa? Los geht's. Sieht gut aus. Okay, sehr schön. Ich gebe jetzt. Wie gesagt, so ein bisschen Schub. Ihr seht das Richtung 90 Grad, aber nur ein ganz bisschen. Also ich habe ein bisschen gelenkt mit WASD und wir lassen ihn jetzt erstmal in die Richtung hochsteigen. So. Du, 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 du. So, wichtig ist eigentlich, dass ihr einfach auf dieser 90-Grad-Ebene bleibt und ihn erstmal ein bisschen machen lasst. Er kippt mir gerade ein bisschen zu schnell, aber auch das ist, glaube ich, okay. Ich mache jetzt einfach das Triebwerk an, um das auszugleichen. Ist jetzt ein bisschen früh noch, aber ist egal. Mit dem Triebwerk habt ihr halt Kontrolle, mit den Boostern habt ihr die schlicht und ergreifend nicht. Damit geht das dann auch ein bisschen besser. So, ich nehme jetzt aber ein bisschen Schub raus, weil wir sonst zu schnell werden. Und nach dem Staging. Zack.
Nach dem Staging können wir das wieder korrigieren. So, so ist der Gravity Turn zumindest schon mal ein bisschen eingeleitet. Also wie gesagt, ihr könnt auch abseits des Stagings so mit Rechtsklick diese Raketentriebwerke einschalten. Das hat jetzt hier mal ganz gut geholfen, weil er einfach ein bisschen mehr Steuerungskraft hatte. So, und jetzt kann ich hier einfach, wenn ich den halbwegs auf Kurs habe, den rechtläufig, what? Das ist also den Prograde reinklicken. Weil jetzt Jebediah diesen Gravity Turn für mich macht, dadurch, dass er immer auf diesem Kurs bleibt, seht ihr, er geht jetzt ganz langsam mit der Rakete rum, das ist fast ein bisschen zu langsam, aber alles ist gut und wir können das in Ruhe beobachten, wie sich das so entwickelt. Wir haben mittlerweile 46 Kilometer an Höhe, also alles ist gut, da können wir gemütlich Schwung rausnehmen, dass wir uns da gar nicht so sehr gegen die Gravitation echauffieren, sondern ihn noch ein bisschen drehen lassen, bevor wir da irgendwie aktiv werden. Und ihr seht, der Kurs ist jetzt auch blau. Wir haben jetzt diese Prognose und wir haben hier so einen Böbbel, den wir bewegen können und können Manöver hinzufügen. Das machen wir gleich auf dem Weg zum Moon. Da zeige ich euch, wie das funktioniert. Aber deshalb mussten wir diese beiden Upgrades fahren, denn ohne diese Upgrades der Gebäude können wir diese Manöverplanung nicht durchführen. Das ist relativ einfaches Konzept. Okay, wir haben jetzt hier gleich 70 Kilometer Höhe, also auch das sieht gut aus. Das Ding bewegt sich langsam auf uns zu. Auch das ist okay. Wir müssen da nicht so weit von weg sein. Das heißt, ich habe jetzt nochmal den Schub ein bisschen runtergezogen mit Steuerung, um ganz gemütlich nach oben zu coasten und dabei unsere Stufe so nach und nach leer brennen zu lassen. Ich spreche jetzt von ich persönlich. Also ich meine, ihr guckt mein Tutorial, deshalb müsst ihr ein bisschen damit leben. Ich persönlich nehme gerne so ungefähr 80 Kilometer als Höhe für einen Park-Orbit mit, weil ich die relativ praktikabel finde. Ihr sterbt nicht in einem 72 Kilometer Orbit und 90 Kilometer sind auch nicht schlimm. Wenn ihr da eine andere Vorliebe entwickelt, um Himmels Willen, also die ist auch nicht zwingend falsch, ist halt anders. Also von daher auch alles okay. So, wir sind jetzt im Weltraum wieder angekommen. Das hört man wieder so ein bisschen durch die Musik. Und haben immer noch unsere Stage, auf der wir gemütlich vor uns hinbrennen. Also sieht alles ganz gut aus. Und ich werde gleich bei ungefähr 80 Kilometer den Stöpsel einmal ziehen. Ich gehe jetzt schon mal ein bisschen flacher noch, damit wir hier noch ein bisschen mehr Geschwindigkeit reinnehmen können für einen kurzen Moment. Und wir sind echt gut unterwegs, was das angeht. Und ich würde sagen, wir lassen uns jetzt einmal kurz auf die Apoapsis zucoasten und machen da nochmal die Zündung, um dann unseren Orbit zu zirkularisieren. Also ich bin ein Freund davon, immer erst über einen Park-Orbit zu gehen, sich in Ruhe das Manöver zu suchen und dann geht es in Richtung Mond. Man kann das auch in einem Schwung machen, aber ist ein bisschen komplexer von der Planung, die man tun sollte. Von daher empfehle ich das nicht für den Anfang. So, Feuer frei. Wir zünden jetzt hier noch einmal das Triebwerk durch. Wir müssen gleich stagen, denn unser Treibstoff ist gleich alle. Das heißt, wir gehen jetzt auf unser kleines Raumschiff und werden jetzt gleich unseren Orbit zirkularisiert haben. Das dauert einen kurzen Moment noch, aber ist alles kein Riesenstress. Wie gesagt, 2200 Meter pro Sekunde brauchen wir ungefähr, damit wir im Orbit sind. Ihr seht, das geht jetzt relativ schnell hinten raus, das noch gerade zu brennen. Da warten wir kurz, dass wir das haben. Dann sind wir im Park-Orbit und können uns damit beschäftigen, den Weg zum Mond zu suchen. Das ist gar nicht so kompliziert, wie man sich es vorstellen würde. Also wir haben jetzt hier unseren halbwegs zirkulären Orbit, 84 Kilometer Apoapsis, 79 Kilometer Periapsis und wir sehen da draußen irgendwo auf seiner Umlaufbahn schon mal den Moon. Wenn wir den mit links anklicken, können wir auch schon mal sagen, als Ziel setzen. Da kriegen wir auch so ein paar Zusatzinformationen. Der Orbit wird grün eingefärbt, nicht eingefegt. Da draußen ist Minmus, den besuchen wir an einem anderen Tag. Genau, und jetzt heißt es, wie kommen wir zum Moon? Bevor ich euch das erkläre, noch eine schöne Sache, die wir jetzt bekommen haben. Wenn ihr fleißig seid, könnt ihr jetzt EVAs machen. Das heißt, man kann aussteigen und sich draußen an die Rakete hängen, was relativ witzig ist. Denn man kann jetzt hier EVA-Berichte machen. Und die kann man immer über unterschiedlichen Biomen, nennt sich das in KSP, machen. Also wir sind jetzt über dem Wasser. Da können wir einen Report einsammeln für 8 Wissenschaft. Und sind wir dann nachher als nächstes über der Wüste oder über
den Grasslands, also über der Graslandschaft. Da kommt jetzt gleich ein bisschen Land, da zeige ich euch das mal. Können wir den nächsten Report einsammeln? Also wir können jetzt hier das Experiment speichern. Wir müssen ja wieder unseren Slot frei haben. So, und ich glaube, wir sind noch über dem Wasser. Wir sind noch über dem Wasser. Aber gleich sind wir nicht mehr über dem Wasser. Man kann das im Hintergrund ein ganz bisschen erkennen. Leider sind wir gerade auf der Nachtseite, da ist das nicht ganz so schön. Köbens Küsten. Jetzt haben wir Köbens Küsten. Das ist ein anderer EVA-Bericht. Den können wir jetzt hier auch wieder reinspeichern, sodass wir quasi zweimal die Daten haben. Aber darum geht es gerade nicht. Wir wollen nämlich zum Moon. Ich wollte euch das nur gezeigt haben. So. Rule of Thumb. Das ist so ein bisschen über den Daumen gepeilt. Peile ich immer so. Ihr habt ja hier einen Orbit, ne? Der ist halbiert schon durch diese Neigungswinkel-Gedöns-Sachen. Unsere Abweichung ist relativ gering, das heißt, es ist okay. Also, ihr habt hier einen aufsteigenden, absteigenden Knoten. Solange die nicht irgendwie 10 Grad sind, ist eigentlich alles ganz in Ordnung. So. Den nochmal vierteln und davon ein bisschen weniger. Ja. Und das ist so das, was ihr braucht. Also, die Hälfte des Orbits geviertelt und der Mond macht ungefähr ein Achtel Orbit, so über den Daumen gepeilt. Das heißt, er hat hier schon von diesem Viertel, wenn ich mir das jetzt mal so angucke, hat er fast die Hälfte durch. Das heißt, wir peilen irgendwo hier so hinten an, den Moon zu treffen. Und ich hatte es euch ja schon gesagt, Orbitalmechanik ist so, dass ihr auf der anderen Seite, das heißt gegenüberliegend, euer Manöver hinzufügt. Und jetzt haben wir hier so lustige Manöverbubbles, mit denen können wir Sachen vorausplanen. Wie cool ist das denn, oder? Sagt uns auch, das ist in 17 Minuten, da müssen wir dann Schub geben. Und jetzt geben wir pro Grade Schub. Wir planen das jetzt einfach mal. Also wir geben jetzt einfach, hui, ganz viel Schub, hui, zack, Mond. Seht ihr? Ich sag doch, dass der da ist. Also, so kommen wir zum Moon. Das kann man jetzt noch so ein bisschen zurechttüdeln, also wie viel oder wie wenig man braucht. Und ich zeige euch jetzt mal was. Das hatte ich auch in meinen vorherigen Tutorials immer mit drin und ich finde das relativ spannend, das mal zu machen. Dann versteht man nämlich auch vieles besser, was bei Apollo geflogen worden ist. Also Apollo hat nämlich seine Manöver so geflogen, dass das sogenannte Free Return Trajectories waren. Das hat was damit zu tun, wie diese Swing-bys funktionieren. Wenn wir nämlich hinter dem Mond vorbeifliegen, was wir jetzt gerade tun, werden wir von der Schwerkraft des Mondes mitgezogen und beschleunigt. Das heißt, ihr seht, wir fliegen am Mond vorbei und danach ist unser Orbit größer als jetzt. Ganz abstrakt, okay? Wenn wir das aber auf der anderen Seite des Mondes tun, dann zieht er uns zurück und bremst uns quasi ab auf unserer Umlaufbahn und sorgt dafür, dass wir eine Flugbahn bekommen, die uns quasi ohne nochmal unser Triebwerk zünden zu müssen, zurück in die Atmosphäre von Kerbin führt. Und das ist eine sogenannte Free Return Trajectory, also ein kostenloser Rückkehrkurs, weil wir nichts mehr investieren müssen. Und warum sind die so geflogen? Die sind so geflogen, weil es natürlich erstmal eine Erprobungsphase war. Apollo 8 waren die ersten, die da hingeflogen sind und hätte ja was kaputt gehen können. Und so war halt sichergestellt, wenn bei Apollo 8 irgendwie der Antrieb versagt oder sonst irgendwas, würden sie trotzdem zur Erde zurückkommen. Und sowas fliegen wir jetzt auch. Das heißt, wir schieben jetzt unser Manöver einfach ein bisschen weiter, bis wir auf der anderen Seite des Mondes ankommen. Das passiert jetzt noch nicht, weil wir nicht genug Schub haben. Das heißt, man gibt jetzt ein bisschen mehr Schub. Das ist erstmal ein bisschen counterintuitiv. So, jetzt müssen wir mal gucken, dass das nicht zu viel wird. Aber ihr seht, der kommt schon wieder zurück. Jetzt sind wir auf der anderen Seite. Und ihr seht, dass jetzt durch den Schub, und jetzt können wir es noch mal ein bisschen korrigieren, unser Orbit wieder kleiner wird. So, wenn wir den jetzt näher ranlegen, dann haben wir irgendwann jetzt noch eine Periapsis von 613. Jetzt können wir hier ein bisschen gucken. Wenn wir jetzt noch ein bisschen Schub geben, um hier einfach näher am Moon lang zu fliegen, kommt irgendwann der Punkt, also ich schiebe gerade das Ding in die entgegengesetzte Richtung, wo wir auf ungefähr 25 Kilometer Periapsis wieder sind. Das passiert jetzt einfach durch die Art und Weise, wie wir am Moon vorbeifliegen. Verrückt, oder? Also man kann das alles auch anders machen, aber das ist eigentlich how it happens. So, jetzt müssen wir mal gucken. Ansicht zentrieren. Aber man sieht das hier nicht gut, ne? Nee. Kann man es hier sehen? Also ein bisschen, ne? Also im Prinzip, was passiert,
ist fliegerisch so eine Art 8. Und wenn ihr euch mal das Symbol von Apollo 8 anguckt, dann könnt ihr das relativ gut sehen. Also der Mission Badge von Apollo 8 beinhaltet den Kurs, den sie geflogen sind, nämlich diese Free Return Trajectory, weil man das mit einer 8 ganz gut abbilden kann. Also wir fliegen quasi jetzt einmal um den Mond herum, lassen uns von ihm zurückziehen und zurück zur Erde katapultieren oder zu Kerbin katapultieren. So, das ist der Plan. Das Ganze passiert in 15 Minuten. Das heißt, wir haben jetzt ein bisschen Zeit abzusitzen. Wir haben nebenbei natürlich auch den ersten Weltraumspaziergang gemacht. Einfach mal so. So, und das heißt, jetzt fliegen wir aber dann zum Moon. Ich mache jetzt den Zeitraffer an, damit wir hier ein bisschen in die Richtung kommen. Und wir haben jetzt hier auch eine Einschätzung, wie viel Delta-V uns das kosten wird. Das heißt, wir brauchen 866 Meter pro Sekunde, wenn man es ganz genau nimmt, Komma 1, die wir fliegen müssen. Und wir können jetzt so grob Prograde uns drehen. So, und wir sehen dann auch, wir brauchen 866, wir haben noch 1577. Das heißt, wir haben eine gute Menge an Reserve auch zur Verfügung, mit der wir dafür sorgen können, dass wir vielleicht nicht sterben, wenn wir unterwegs sind. Und bekommen auch so ein bisschen nochmal eine Einschätzung. Okay, wir haben den Punkt in 3 Minuten, wir werden ungefähr 48 Sekunden Schub geben müssen. Damit kann man sich dann so ungefähr den Zeitpunkt suchen, wie das funktioniert. Wichtiger Punkt, diese Manöverberechnung geht immer davon aus, dass ihr das Manöver auf den Punkt mit dem vollen Schub fliegt, also dass ihr genau zu der Sekunde 866 Meter pro Sekunde gebt. Das geht natürlich so nicht, deshalb hat man immer leichte Abweichungen, die muss man dann ein bisschen korrigieren. Wichtig ist aber, wenn ihr Manöver geplant habt, ihr folgt einfach diesem blauen Ding, okay? Und haltet euch grob an den Zeitrahmen. Wir werden uns jetzt ein bisschen dran zeitraffern. Dann werdet ihr das gleich sehen, dass wir uns dann gleich mit der Zündung beschäftigen. Das deckt sich jetzt auch gleich mit dem Prograde. Und was ich jetzt machen werde, wir haben 48 Sekunden Schubzeiten. Der Schub entwickelt sich nach hinten raus stärker, weil wir leichter werden. Wir verbrennen ja mehr Treibstoff. Das heißt, ich werde jetzt so ungefähr bei minus 20 Sekunden die Zündung machen, damit wir um das Manöver herum unseren Schub relativ gleichmäßig verteilen. Das hält die Abweichung auf einem Niveau, das erträglich ist, sagen wir es mal so. Okay, los geht's. Wir fliegen in Richtung Moon. Und was jetzt passiert ist, wir strecken jetzt auf der anderen Seite quasi unsere Apoapsis so lange weg, bis wir ins Gravitationsfeld des Mondes reingeraten und dort wieder vom Moon eingefangen werden. Wie gesagt, beim Manöver achtet einfach darauf, dass ihr ausgerichtet auf den blauen Böbel bleibt und versucht hier die Geschwindigkeitsanzeige oder die Manöveranzeige so sinnig wie möglich auf Null zu bringen. Das ist nicht immer ganz einfach, aber ihr könnt später nachkorrigieren. Die Welt geht nicht unter davon, dass es nicht beim ersten Anflug klappt, sondern man kann Korrekturmanöver fliegen und ihr könnt natürlich zum Ende hin auch ein bisschen Schub rausziehen. Dann könnt ihr ein bisschen einfacher die Stelle anpeilen, auf die ihr eigentlich hin wollt. So, und ihr seht jetzt, ich habe jetzt mal den Schub komplett rausgenommen schon. Das sieht ganz gut aus schon. Also wir sind auf einem guten Weg. Jetzt mache ich ganz bisschen Schub noch rein. Zack. Und stelle fest, dass ich bei 25 Kilometer bin. Hervorragend. Obwohl ich ein bisschen überschossen habe. So, und komme hier drüben auf 600 Kilometer Höhe am Moon vorbei. Jetzt müssen wir das natürlich nochmal abgleichen. Fliege am Moon vorbei, also da gibt es keine Einschränkungen. Das heißt, wir können das in einer beliebigen Höhe tun und sammle wissenschaftliche Daten. Das heißt, wir können diesen Kurs tatsächlich so lassen. Und wenn ich jetzt nichts mehr anfassen würde, würde ich wieder eintreten. Das heißt, wir haben noch Reservetreibstoff, um lustige Dinge zu tun. Genau genommen haben wir noch 710 Meter pro Sekunde. Aber wir würden jetzt einen Wiedereintritt fliegen, nachdem wir am Moon vorbeigeflogen sind. Und das ist die sogenannte Free Return Trajectory. Man kann aber auch ganz anders zum Moon fliegen. Das machen wir dann das nächste Mal, wenn wir zum Orbit fliegen. Also wenn wir in einen Orbit des Moons fliegen. So, jetzt werden wir aber erstmal ein bisschen Wissenschaftsdaten sammeln, denn wir bewegen uns jetzt in eine Zone, die wir bisher so noch nicht hatten. Sobald wir nämlich, ich meine, höher als 250 Kilometer sind, ich hoffe, ich lüge jetzt gerade nicht, kommen wir in den Weltraum hoch über Kerbin. Da können wir all diese Dinge, die wir schon mal getan haben, nämlich nochmal tun. So, das heißt, wir können hier einmal mysteriösen Schleim beobachten. Wir können hier einmal die Druckdaten protokollieren. Und wir können natürlich auch einmal die Temperatur protokollieren.
So. Und jetzt können wir das machen, warum ich meinte, ah, deshalb brauchen wir dieses Upgrade. Jetzt können wir das nämlich einsammeln gehen, um die Experimente wieder frei zu machen. Zumindest die Experimente, die sich resetten lassen. So. Mit R könnt ihr euer, oh Gott, was heißt RFS? RCS heißt, was heißt RCS eigentlich? Rocket Control System? Nein, irgendwas mit Control System. Reaction Control System, Dankeschön. So. Und das könnt ihr mit R einschalten. Dann könnt ihr euch mit WASD bewegen und auch mit Steuerung und Shift. Steuerung ist runter. Shift ist hoch. D ist rechts. A ist links. W ist vorwärts, S ist rückwärts. Das ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, weil dreidimensionaler Raum, normalerweise gehören wir Menschen eher zu den Leuten, die sich auf einem festen Boden bewegen, aber mit ein bisschen Gewöhnung bekommt man das hin, sucht euch einen schönen Fixpoint, auf dem ihr arbeiten könnt und wie gesagt, mit RCS-Kontrollen kann man da ein bisschen üben. Dann kann man nämlich dahin fliegen und ich rate euch, das zeitig zu üben. Ihr werdet RCS oft und innig brauchen und kann da einfach hingehen und wie wir das schon mal geübt haben, kann sagen, Daten nehmen. Wir sammeln auch diese Daten hier schon mal ein, dann kann man die nicht vergessen. So, und ich befürchte, wir müssen auf die andere Seite rüber. Ihr habt hier auch eine Lampe übrigens in eurem Körbel drin, wenn man auf die dunkle Seite der Macht geht. Und können diese Daten einsammeln, sodass das Thermometer und der Druckmesser zumindest wieder benutzbar sind. Das Mystery-Goo-Ding wird so bleiben. Und wir können natürlich auch nochmal mit Rechtsklick auf den Körbel einen EVA-Bericht nehmen und das dann speichern. Ihr müsst euch übrigens keine Sorgen machen, man kann den Helm, soweit ich weiß, im Weltall nicht entfernen. Also ja, das ist ein bisschen inconvenient, das neben den EVA-Bericht zu legen, aber da passiert nichts. Also da könnt ihr draufklicken und alles bleibt gut. Also der Körbel ist schlau genug, seinen Helm nicht abzusetzen. So, jetzt gehen wir nochmal hier hin und nehmen auch diese Daten nochmal raus. Dann ist das alles beim Körbel. Dann halten wir uns mit F fest und mit B steigen wir ein und dann werden die ganzen Experimente auch in die Kapsel reingepackt. Das heißt, ihr habt jetzt alles mitgenommen und ihr seht auch durch diese kleinen minimalen Bewegungen ist unser Raumschiff auch in Rotation geraten und ihr seht, nur durch dieses winzige, ich gehe raus aus der Luftschleuse, ich dotze zweimal gegen das Raumschiff, hat sich hier hinten unser Kurs nach all dieser Zeit schon um 3 Kilometer verändert. Also wir sind jetzt 3 Kilometer höher als beim letzten Mal. Einfach nur durch das Rumgespiele, was ich jetzt mit dem Körbel gemacht habe. Nur, dass ihr das mal so ein bisschen in Relation setzt, was auf lange Flugbahnen minimale Änderungen am Schub, zum Beispiel mit dem Kopf gegen die Rakete schlagen von außen, verursachen. Dass ihr das im Hinterkopf behaltet, wenn ihr mit dem Körbel richtig gegen eine Rakete gedotzt seid und ihr seid gerade unterwegs nach Jol oder so, dann guckt euch vielleicht nochmal an, wo ihr da eigentlich rauskommt. So, jetzt geht's los. Jetzt machen wir ein bisschen Zeitraffer, denn das hier dauert jetzt einfach eine Weile. Deshalb auch die Batterien mit dabei, damit wir genug Strom haben. Da könnt ihr jetzt nicht viel tun, außer den Zeitraffer hochstellen. Hier draußen passiert nämlich auch nicht besonders viel Spannendes, tatsächlich. Und dann kommt der erste oder der nächste Punkt, nämlich der Punkt, an dem wir in die Sphere of Influence vom Moon wechseln. Das ist dieser Bubble, da werdet ihr auch, ich zeige euch das jetzt mal, auch immer aus dem Zeitraffer rausgerissen auf 50-fach. Süpp. So, das heißt, wenn ihr ganz schnell angezeitraffert kommt, dann bleibt das in 50-fach. So, jetzt blinkt es hier oben schon ganz wild, denn wir haben einen Vorbeiflug erzeugt. So, und wir haben auch ein paar Achievements, nämlich erster Vorbeiflug, klar, und vor allen Dingen auch dem Wirkungsbereich der Schwerkraft von Körben entkommen. So, hier können wir jetzt wieder Experimente sammeln, denn wir sind jetzt high over the moon und was anderes wird es heute in dem Vorbeiflug auch nicht geben, weil wir gehen nicht in den Orbit und wir gehen auch nicht tief über den Mond. Das machen wir im nächsten Flug, weil sonst versauen wir uns einfach diesen Auftrag, den noch zu bekommen. Also man könnte das jetzt tun. Es sieht treibstofftechnisch auch gar nicht schlecht aus, aber wir machen das mit ganz, ganz, also es ist eine ganz, ganz bewusste Entscheidung, das jetzt gerade nicht zu tun, damit wir den nächsten Auftrag noch bekommen können. So, Experiment behalten. Und wir nehmen jetzt noch natürlich auch einmal die Temperaturmessung hoch über dem Mann. Und wir nehmen auch eine Druckdatenmessung hoch über dem Mann und stellen fest, immer noch Weltraum. Verrücktes Konzept. So, das Ganze jetzt auch natürlich nochmal mit einem EVA-Bericht versehen und wir gehen das Zeug wieder einsammeln. Also wie gesagt,
übt das einfach. Das ist am Anfang ein bisschen ungewöhnlich. Also ich erinnere mich auch noch, als ich das erste Mal mit dem Kerbal irgendwie das Raumschiff verlassen habe, da fühlte sich das auch an, als ob ich irgendwie nie wieder zurückfinden werde. Gerade so diese Türtreffen und so weiter. Aber das ist alles WASD, Shift-Steuerung sind eure Tasten. Mit denen könnt ihr rumspielen und dann euren Weg zurückfinden. Und ihr habt leider limitierten Eva-Treibstoff, also übertreibt es nicht. Weniger ist oft mehr. Ihr merkt, ich feuere sehr kurz meine RCS-Triebwerke. So. Gut, und jetzt gehen wir wieder rein mit all unseren Wissenschaftsdaten. Ah nein, wir müssen noch, siehst du, müssen noch kurz das andere Experiment machen. Total vergessen. Wir müssen natürlich noch den Mystery Goo und das Dings machen. Also wir müssen gleich noch mal raus. Das habe ich vergessen. Vergessen. So ist das halt. Aber das Schöne ist, man kann es ja alles nachholen. Ah ne, den Mystery Goo hatte ich sogar gemacht, aber ihn habe ich nicht gemacht. Frachtraum ansehen. Genau, das ist das Experiment. So, ihr seht 50 Wissenschaftspunkte nur für dieses Experiment, wenn wir das zurückbringen. Das ist der wichtige Part. So, und jetzt muss ich nochmal gucken, dass ich das auf jeden Fall mitnehme. So. Daten sammeln, Daten entfernen und Daten sammeln. Ja, also die Dinger sind jetzt nicht mehr funktional. Die könnte ein Wissenschafts Carbonaut resetten, aber da wir nur mit dem Piloten unterwegs sind, guck mal, der Moon, ist das im Moment irrelevant. So, jawohl, dann gehen wir jetzt an Bord und können eigentlich so ein bisschen die Aussicht genießen. Wir können jetzt noch mal gucken, auch diese EVA wird unseren Kurs wieder ein bisschen geändert haben. Wir sind jetzt bei 27 Kilometer, also ist okay, hat es wieder ein bisschen mehr in die andere Richtung gemacht. Und jetzt können wir eigentlich die Aussicht genießen und uns einfach dran. Ich mache jetzt mal mit ganz kompletter Absicht nichts, um euch zu zeigen, dass das tatsächlich funktionieren würde. Und lass uns einfach in Richtung Körben zurück. Und wir machen auch den Wiedereintritt, ohne dass ich irgendwie groß jetzt nochmal. Wir haben genug Treibstoff, ich könnte das jetzt alles abbremsen. Das könnt ihr natürlich tun, um einen sichereren Wiedereintritt zu haben. Ich habe genug Hitzeschild dabei, dass ich das nicht tun muss. Deshalb würde ich jetzt mal einfach zeigen wollen, dass der Free Return tatsächlich funktioniert, und wir einen Wiedereintritt fliegen können auf die Art und Weise. So, ich muss jetzt nur kurz gucken, dass wir rechtzeitig noch unser Triebwerk und alles abwerfen. Zack. Okay, also wir gehen jetzt rückläufig, retrograd. Wir machen das hier noch zu. Haben wir alles eingesammelt? Ich glaube, wir haben alles eingesammelt. Ich hoffe, wir haben nichts vergessen. Das wäre echt ärgerlich. So. Und wir entkoppeln das Zeug hier. Oder ich mache es mal so, wie es gedacht ist. Ich drücke die Leertaste. Zack. So. Wir sind jetzt quasi auf einem Wiedereintrittskurs auf 27 Kilometer Höhe. Und ihr habt gesehen, ich habe seitdem wir die Kerbin-Umlaufbahn verlassen hatten, nichts mehr an dem Raumschiff getan. Also außer zweimal auszusteigen und ein bisschen sparsam zu gucken, was wir jetzt noch machen können, weil ich schnell bin, ist mir hier nochmal einen EVA-Bericht über den Grasland zu holen. Macht das nicht, wenn ihr in der Atmosphäre seid. Ich sag's nur einmal. Okay. So. Wir sind retrograd ausgerichtet. Die Kapsel sollte sich von alleine stabilisieren. Wir könnten unsere Batterien eventuell verlieren, weil wir jetzt ziemlich heiß reingehen und die ein bisschen überstehen. Aber im Großen und Ganzen sollte das eigentlich hinhauen. Hoffe ich zumindest. Sonst haben wir das hier gerade umsonst gemacht. Aber eigentlich hat es immer funktioniert und deshalb bin ich zuversichtlich, dass das auch heute funktioniert. Ihr seht, wir sind jetzt in der Atmosphäre. Die Kapsel beginnt so ein bisschen zu wackeln, weil sie sich aerodynamisch nach und nach stabilisiert. Wir sind richtig schnell. Also wir haben jetzt gerade knapp 3200 Meter pro Sekunde drauf. Das heißt, ihr seht jetzt auch, dass die Batterien richtig Lack bekommen von der Temperatur. Ich hoffe, dass sich das nicht zu stark auf unsere Kapsel überträgt. So, das war der Rest unserer Rakete. Es kann sein, dass hier gleich zur Explosion kommt, also nicht erschrecken. Das sind die Batterien, die außen weg explodieren. Das ist aber nicht ganz so wild. Und ihr seht, wir sind jetzt mit der Kapsel an sich erstmal wieder stabil. Bremsen jetzt zunehmend stärker ab, wie wir tiefer in die Atmosphäre kommen. Und ihr seht, unser Orbit, der noch sehr hoch zum Moon gestreckt war, wird jetzt halt massiv gesenkt. Und wir treten sehr, sehr heiß
ein. Das ist auch dieser direkte Wiedereintritt, den quasi die Apollo-Missionen, wenn sie vom Moon zurückgekommen sind, geflogen sind. Also die haben vorher nicht nochmal einen Orbit eingenommen oder so, sondern die sind wirklich mit der Kapsel dann direkt vom Mond runtergestürzt in die Atmosphäre, um das über diesen Bremseffekt rauszunehmen. Und der Trick hierbei ist tatsächlich mutwillig relativ tief reinzugehen, weil ihr dann weniger Ablator braucht, als wenn ihr sehr oft sehr flach durchgeht. Also deshalb diese 25 Kilometer, wollte ich euch nur mal zeigen, sind ein guter Daumenwert, um tatsächlich auch im ersten Anlauf direkt in die Atmosphäre zu tauchen und auch da zu bleiben. Weil wenn man da irgendwie so auf 40 Kilometer durchskimmt, fliegt man einfach wieder raus und dreht noch einen Orbit und dann kommt man wieder rein, wird ein bisschen langsam und dreht noch einen Orbit. Das macht man dann gerne 5, 6, 17 Mal. Und 25 Kilometer funktioniert als Höhe sehr, sehr gut anzupeilen vom Moon aus, um tatsächlich in einem Schwung gefangen zu werden. Und ihr seht, mein Ablator ist immer noch in einem sehr, sehr gesunden Bereich unterwegs. So, meine ganzen Daten hatte ich ja natürlich eingesammelt. Also, wir sind hier alle, wir haben 13 Experimente mit dabei, die wir alle in dieser Kapsel gesammelt haben. Alles ist gut, Hitzeeffekte sind vorbei. Guck mal, sogar ein kleines Inselatoll. Wir können hier noch ein bisschen Urlaub machen. Jetzt müssen wir nur noch warten, dass unser Fallschirm gleich safe ist. Und dann haben wir unseren ersten Ausflug zum Moon tatsächlich auch schon überstanden und haben einen ganz großen Sack Wissenschaftsdaten mit reingeholt, die wir verwenden können, um in Zukunft noch abgefahrenere und größere Missionen zu machen. Also ich gehe mal davon aus, dass uns das jetzt so, na, das könnten 200 sein. Wir haben nicht viele EVAs gemacht. Also ich glaube, viel mehr als 200, maximal 300 werden es nicht werden. Mit einem Orbit um den Moon kann man noch mehr holen, aber das machen wir beim nächsten Mal dann. Da zeige ich euch, dass da noch einiges geht. Die Mission will ich aber gerne dazu haben, weil wir dann auch die Reputation noch dazu bekommen. So, und wir sind so weit safe, dass wir eigentlich den Fallschirm aufmachen können. Zack. Und ich lasse ihn jetzt mal im Zeitraffer gen Boden fallen. Genau, ihr seht, auch 40 Ablator hätten es voll und ganz getan. Und jetzt kommt gleich der Full Deploy unseres Fallschirms, der uns davor rettet, stumpf im Meer zu sterben, kurz vor Ende unserer Mission. So, und damit sind wir auch angekommen. Ich zeige jetzt noch eine Sache, die kann manchmal helfen, wenn eure Kapsel oder das Raumschiff sehr schwer war und ihr seid hier ein bisschen schneller, als ihr eigentlich wollt. Ihr könnt so ein Hitzeschild auch abwerfen. Empfehlung ist, tut das immer erst, wenn ihr am Fallschirm, also voll geöffnet, hängt, weil sonst kommt euch das wieder entgegen, das Hitzeschild. Das ist relativ ungesund. So könnt ihr noch mal ein bisschen Gewicht ablassen und damit langsamer am Fallschirm runtergehen. Das ist halt interessant, wie gesagt, für die. Das ist ein interessanter Grafikbug, muss ich sagen, mit dem Fallschirm. Guck mal, der ist von unten durchsichtig. Genau, um eure Geschwindigkeit zu senken, um unter diese magischen 7 Meter pro Sekunde zu kommen, falls ihr Schiss habt, dass euch irgendwie was wegbricht oder sowas. So, wir haben jetzt sehr, sehr viel Zeug weggeschmissen, aber ich hoffe natürlich, dass sich das trotzdem für uns sehr gelohnt hat, weil wir sehr viel Wissenschaftsdaten und eine teure Mission damit erledigen. Das heißt, wir bergen jetzt mal unser Raumfahrzeug. Und wir sind schon ganz gespannt. Ich denke mal, es läuft darauf hinaus, dass wir 200, 300 Wissenschaftspunkte haben. Komm, enttäusch mich nicht. Ja, 226 insgesamt dann, also 284 mit den Missionen, die wir erledigt haben. Also relativ gut geschätzt mit den 200 bis 300 Wissenschaftspunkten. Wir haben ein bisschen Kohle auch wieder reingeholt, haben jetzt insgesamt aber 400.000 schon wieder auf der hohen Kante liegen. Und Jebediah hat noch zwei weitere Erfahrungspunkte erhalten, denn er hat ja. Genau, einen Orbit um den oder einen Vorbeiflug am Moon gemacht. Das ist natürlich eine neue Erfahrung, für die es dann auch Punkte gibt. So, das heißt, wir haben jetzt eigentlich einen ganz guten Ausgangspunkt, um als nächstes in Richtung Mondorbit und dann auch Moonlandung zu gehen. Das machen wir dann aber auch in der nächsten Folge und ich sage bis hierher erstmal vielen lieben Dank fürs Zugucken. Ich hoffe, das hat schon mal ein Stück weitergeholfen und beim nächsten Mal geht es dann weiter in Richtung Mondorbit und die Landung. Mein Name ist Robert und tschüss.